In diesem Beitrag wird es um den HPR-1000-Reaktor gehen, einem Kernreaktor, der in China entwickelt wurde, basierend natürlich auf anderen Konzepten, aber eben eine eigenständige Entwicklung ist, sodass China dieses System tatsächlich eigenständig bauen darf und vermarkten darf. Dieser HPR-1000 hat seinen Namen von Hualong, dem Wort für Drache, das ist das H, und P und R stehen für Pressurized Water Reactor. Also ist dieses ein Druckwasserreaktor mit etwa 1000 Megawatt Nennleistung. Ich werde hier auch ein Stück weit auf die Eigenschaften von Generation 3 Kernreaktoren, die sicherheitstechnisch gegenüber den gebräuchlichen Generation 2 Druckwasserreaktoren deutlich weiterentwickelt sind, eingehen, denn dieser HPR-1000 ist ein Generation 3-System, neben einigen anderen, die auch derzeit in Betrieb sind, allerdings nur in kleinen Stückzahlen, scheint sich China hier vorzubereiten, indem sie 10 solcher Reaktoren bauen, und zwar auf den Export. Denn die Kernenergie wird sicherlich eine Option in der Zukunft sein, vielleicht weniger in Deutschland, aber vielen anderen Staaten. Kommen wir nun zu den Grunddaten dieses entsprechenden Kernreaktors im Verbund mit dem Kernkraftwerk. Die Wärmeleistung des eigentlichen Kernreaktors liegt bei etwa 3050 Megawatt. Das ist eine Wärmeleistung, die dann natürlich noch untersetzt wird bei der Stromherstellung in die eigentliche elektrische Leistung. Und das kann man über den Wirkungsgrad von etwa 36% ausrechnen. Das sind dann etwas über 1000 Megawatt, also etwa 1100 Megawatt, die Sie hier unten sehen. Diese 1170 Megawatt ist der Bruttowirkungsgrad, das heißt, das ist die elektrische Energie, die im Kernkraftwerk bereitgestellt wird. Und der untere Wert, die Nettoleistung in dem Fall, das ist das, was Sie dann tatsächlich ins Netz einspeisen können, nachdem Sie alle internen Stromverbräuche abgerechnet haben. Die Verfügbarkeit, also der Anteil an Gesamtzeit, zum Beispiel einem Jahr, wo das Kernkraftwerk betrieben werden kann, also Strom leistet, sind etwa 90%. Und das ist damit im üblichen Rahmen. Man sagt allerdings größer 90%. Und der Brennelementtausch findet im Vergleich zu den heute üblichen Druckwasserreaktoren nur alle 18 Monate und nicht alle 12 Monate statt. Also man kann diesen Kraftwerkstyp oder Reaktortyp etwa 50% länger mit einem Satz Brennelementen in der entsprechenden Konfiguration betreiben. Es hat den Vorteil, dass Sie seltener abschalten müssen, um die Brennelemente entsprechend zu tauschen, umzustrukturieren. Das heißt, die Verfügbarkeit wird dadurch schon etwas höher und Sie haben einen etwas höheren Abbrand, damit bessere Brennstoffausnutzung und weniger Abfälle bezogen auf die Energiemenge. Die Anlagenlebensdauer ist auf etwa 60 Jahre ausgelegt. Das entspricht dem, was man heute nach Verlängerung im Allgemeinen auch rausholt aus den alten Kraftwerken, aber die älteren Systeme, sogenannte Generation 2-Systeme, waren auf 40 Jahre ausgelegt, aber man hat festgestellt, die sind recht gut gebaut, sodass man nach entsprechenden Tests und gegebenenfalls Updates, Upgrades eben auch auf die 60 Jahre kommt. Es steht zu erwarten, dass man hier auch etwas höher kommen kann. Was denjenigen, der solche Kraftwerke betreiben möchte, natürlich interessiert, ist das, was er ausgeben muss, um so ein Kraftwerk zu kaufen. Man gibt gerne die Kosten von solchen Kraftwerken an pro Kilowatt Nennleistung. Nennleistung ist die Leistung, die das System im Normalbetrieb bereitstellt, also hier zu 90% der Zeit. Und die Nennkosten oder die Kosten für diese Nennleistung liegen bei etwa 3000 Euro. Also 3000 Euro müssen Sie ausgeben, um 1 Kilowatt Nennleistung zu bekommen. Bei den entsprechend, noch ein ganz kurzer Hinweis, es bezieht sich auf die elektrische Leistung, also bei den entsprechenden etwa 1100 Megawatt haben Sie etwa 3,3 Milliarden Kosten pro System. Die können allerdings schwanken, je nachdem, in welchem Land
Sie dieses System installieren und wie die entsprechenden Bedingungen vor Ort sind. Höhere Sicherheitsanforderungen führen dazu, dass Sie natürlich das System etwas besser auf die Sicherheit abstimmen. Wenn Sie Erdbebengefahr haben, müssen Sie auch baulich einiges ändern. Aber als Kostenrahmen würde ich sagen 3.000 bis 5.000 Euro pro Kilowatt Nennleistung, die installiert wurde. Letztendlich interessiert auch noch, welche Funktion ein solches Kraftwerk im Stromnetz entsprechend ausfüllen kann. Das wäre hier Grundlast, logischerweise, und Lastfolge. Das heißt, Sie können es zwischen 50% und 100%, vielleicht auch noch mit mehr Dynamik von 30% bis 100% regulieren, ein solches Kraftwerk, und damit auch die schwankenden Angebote anderer Kraftwerke beziehungsweise den Verbrauch, der ja nachts geringer ist als tagsüber, entsprechend ausgleichen oder nachfahren. Sie folgen dann dem Bedarf der Last. Kommen wir nun zu den grundsätzlichen oder den grundlegenden Einbauten in diesem Reaktorsystem. Es ist ein moderierter Druckwasserreaktor mit Containment. Bis hierhin nichts Neues. Sie haben moderierte Neutronen. Moderiert heißt langsame Neutronen, mit denen Sie Uran-235 spalten. Sie haben einen Druckwasserreaktor, wie eingangs erwähnt, wo Sie Wasser unter Druck benutzen, um Wärme aus dem Reaktor zum Dampferzeuger zu bringen, ohne eben entsprechende Gasphase des Wassers, also rein flüssiges Wasser. Bei etwa 330 Grad Betriebstemperatur müssen Sie den Druck auf um die 100 Bar halten, weil Ihnen sonst das Wasser ja verdampfen würde. Und es gibt ein Containment. Containment ist ein Container, ein Behälter, auch Sicherheitsbehälter genannt, der dafür sorgt, dass wenn der Kernreaktor, der eigentliche Reaktor, das Reaktordruckgefäß sich zerlegt, radioaktive Stoffe daraus dann eben freigesetzt werden, diese nicht direkt, wie zum Beispiel bei Tschernobyl, nach der Explosion eines einfachen Hallendachs in die Umgebung gelangen können, sondern man hat hier ein entsprechend solides Gebäude um die Reaktoreinbauten, was eben genau das vermeiden soll und üblicherweise auch tun wird bei allem, was halbwegs vorhersehbar ist. Wie schon gesagt, Sie müssen irgendwo in dem Reaktordruckgefäß die Kernspaltungskettenreaktion im Reaktorkern, gelb dargestellt, machen, um Wärme zu produzieren. Dieser U-förmige, eckige Behälter oder diese Wanne ist dann etwas, was in Zukunft auch Cavity genannt wird. Ich weiß nicht, ob es hier schon auftaucht, hier noch nicht. Das ist ein Bereich zwischen Reaktorgebäude, Fundament und dem eigentlichen Reaktordruckgefäß, in dem Sie zum Beispiel auch Wasser zur Notkühlung hineinlaufen lassen können. Nur, dass Sie schon mal wissen, wofür dieses komische U dort zu sehen ist. Pinkfarben ist das Wasser des Primärkreislaufes. Natürlich nur hier in der Zeichnung, nicht im richtigen Reaktor, also gehe ich mal von aus. Und Sie transportieren die Wärme in dieses längliche Gebilde. Das ist ein Dampferzeuger. Man hat üblicherweise mehrere pro Kernreaktor. Hier ist eben einer dargestellt. Und mit dem Dampferzeuger machen Sie aus Wasser Wasserdampf in einem zweiten oder Sekundärkreislauf. Und dieser Sekundärkreislauf ist dann das Arbeitsmedium, was die Dampfturbine antreibt. Dampf kommt in die Dampfturbine, entspannt sich, macht eine Drehbewegung, elektrische Energie über den Generator, und danach wird das Wasser im Kondensator wieder verflüssigt, wieder eingespeist. Kreislauf, logischerweise. Der HPR 1000 ist ein relativ moderner Reaktortyp der Generation 3. Das bedeutet, dass hier entsprechende Kühlmaßnahmen deutlich besser ausgelegt sind als bei den bisherigen Generation 2 Kernreaktoren, um eben die sogenannte Kernschmelze mit hoher Wahrscheinlichkeit zu unterdrücken oder sehr unwahrscheinlich zu machen. Dazu ein kleiner Exkurs. Was ist eigentlich die Leistung, Wärmeleistung von so einem Reaktor in ein normales Bild überführt, was auch nicht so direkt begreifbar ist? Aber also ich kann mir nicht 1,5 Millionen Wasserkocher so richtig vorstellen, aber es ist ziemlich viel, logischerweise. Und wenn Sie diese 3 Gigawatt
haben, oder 3000 Megawatt, das sind 3 Millionen Kilowatt. Ein Wasserkocher hat üblicherweise 2 Kilowatt elektrischer Leistung und damit auch Wärmeleistung. Elektrizität zu Wärme hat 100% Wirkungsgrad. Sie haben damit bei 3 Millionen Kilowatt 1,5 Millionen Wasserkocher als Äquivalent der Wärmeleistung. Wenn Sie einen solchen Reaktor schlagartig abschalten, also die Kernspaltungskettenreaktion, was geht, wenn Sie die Absorberstäbe oder Abschaltstäbe entsprechend reinfallen lassen in den Reaktorkern? Sie haben dann schlagartig keine Kernspaltungskettenreaktion mehr. Können Sie innerhalb von Millisekunden oder sagen wir so von Sekunden, während die Stäbe reingeleiten, abschalten. Was Sie aber haben, Sie haben die sogenannte Nachwärme. Und die möchte ich kurz erklären. Zunächst, welche Menge an Nachwärme rauskommt. Ich habe ja gesagt, die Kernspaltungskettenreaktion, die ist schlagartig, also die 100% sind schlagartig nicht mehr da von der Wärmeleistung. Aber Sie haben anfangs durchaus noch etwa 10, 20 oder 5% der ursprünglichen Wärmeleistung im Reaktordruckgefäß, die Sie irgendwie wegbekommen müssen. Wenn Sie die Zeitskala hier unten beachten, Sie sehen, das geht rasant runter. Nach einer Sekunde sind Sie schon auf der Hälfte ungefähr, je nach Rechenmodell. Hier sehen Sie die verschiedenen Rechenmodelle, wie die entsprechende Entwicklung der Wärmeleistung in der Zeit sich fortsetzt. Die sind anfangs sehr unterschiedlich, die Modelle, aber wenn Sie nach 10 Sekunden schauen, sind die schon ziemlich ähnlich. Nach 100 Sekunden oder ein bisschen vorher, nach einer Minute, sind wir bei etwa 2% der entsprechenden Wärmeleistung. Das klingt nach wenig, 2% ist ja, also 2% vom Nettogehalt wäre ja nicht mehr so viel. Aber Sie haben pro Prozent immer noch 15.000 Wasserkocher, die Wärme reinpumpen, Wärme reinpumpen, Wärme reinpumpen. Bei den 2% nach einer Minute haben Sie immer noch 30.000 handelsübliche Wasserkocher, die Wärme in den Reaktorkern hineinpumpen. Warum ist das problematisch? Die Brennelemente sind umhüllt mit entsprechenden Metallhüllen aus Zirkonium und Aluminium und die sind nur bis etwa 350 Grad Celsius brauchbar. Sie betreiben den Reaktor bei etwa 300 bis 320 Grad Celsius. Wenn Sie also Wärme reinpumpen, aber nicht abführen, steigt die Temperatur. Und ab 350 Grad Celsius etwa fängt eine Reaktion an den Zirkaloi, Zirconium-Aluminium-Legierungsumhüllungen der Brennelemente statt, die Wasserstoff und Sauerstoff produziert. Das heißt, sie zerlegen Wasser. Was kann Wasserstoff und Sauerstoff, die beiden Bestandteile des Wassers, machen, wenn sie zusammenkommen? Zündfunk entsteht, sie können explodieren, dann haben sie die Sauerei. Das müssen sie unter allen Umständen vermeiden und deswegen müssen sie kühlen. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo eigentlich diese Nachwärme, oder ich gehe nochmal gerade zurück, oder Nachzerfallswärme herkommt. Nachzerfallswärme ist eigentlich der bessere Begriff. Es passiert Folgendes, Sie haben ja auf der einen Seite das Uran-235, das spalten Sie. Und wenn Sie das spalten, haben Sie zwei Tochterkerne. Das heißt, aus dem einen Urankern kommen zwei Kerne heraus. Die haben dann ungefähr die Hälfte der ursprünglichen Masse. Logischerweise, die Masse bleibt ja weitgehend erhalten, bis auf den Energieanteil, den Sie freisetzen. Und diese beiden Tochterkerne, die Sie produzieren, sind üblicherweise radioaktiv. Das heißt, die zerfallen. Und auch die Zerfallsprodukte zerfallen und so weiter, bis dann eben sie ein stabiles Isotop erreichen. Und diese entsprechenden Zerfallsprodukte machen ihnen die Nachzerfallswärme. Die meisten sind sehr kurzlebig, deswegen geht das Ganze auch relativ schnell zurück. Aber Sie sehen, auch nach einem Tag müssen Sie noch etwa so ein halbes Prozent wegkühlen. Das erklärt aber auch, dass Sie üblicherweise 2-3 Tage gut kühlen müssen, danach sind Sie dann relativ sicher, wenn Ihnen der Reaktor dann in Probleme gerät. Das heißt, Nachwärme bei Schnellabschaltung, Kühlung ist dann alles. Und das unterscheidet den HPR 1000
übrigens neben einigen anderen technologisch prinzipiell verfügbaren Generation 3 Druckwasserreaktoren von den derzeit hauptsächlich in Betrieb befindlichen Generation 2 Druckwasserreaktoren, eben das Kühlsystem. Hier nochmal unser Gesamtbild der Standardeinbauten, die Sie brauchen, damit Sie überhaupt Wärme aus Kernspaltungskettenreaktionen erzeugen und nutzen können in einer Dampfturbine zur Stromerzeugung. Bei den Generation 3 Reaktoren im Allgemeinen und beim HPR 1000 kommen entsprechende Wasserbehälter im Reaktorgebäude, im Containment zum Tragen. Sie brauchen keine Pumpen, um das Wasser nach unten zu bringen. Hier reicht die Gravitation. Ein wesentliches Merkmal von Generation 3 Kernreaktoren ist das, dass sie ohne allzu viel aktive Systeme eben noch Notkühlung aufrechterhalten können müssen. Und deswegen auch grün dargestellt passive Komponenten. Die funktionieren mit grundlegenden physikalischen Zusammenhängen, sprich Gravitation, Wasser geht nach unten. Sie müssen natürlich die Rohre zuverlässig aufmachen können, aber wenn Sie einen Stromausfall haben, könnte man meinen, dass die Ventile eben dann einfach sich nicht mehr öffnen lassen, weil der Strom ja weg ist. Sie können aber Ventile auch so bauen, dass Sie bei einem Stromausfall dann das Rohr nicht mehr geschlossen halten. Das heißt, sobald der Strom ausfällt, also das System in einem Zustand ist, der kritisch ist, geht das Ventil auf, weil es so konstruiert ist. Das heißt, Sie halten es mit Strom zu, das wäre jetzt der Rohrquerschnitt. Hier haben Sie einen Schieber drin, der mit Strom aktiv zugehalten wird. Der Strom fällt aus, über Federkräfte wird das Rohr freigeschaltet. Und hier können Sie einmal den Kern selbst kühlen über den Primärkreislauf oder Sie können in die Cavity, die ich eingangs beschrieben habe, zwischen Reaktordruckgefäß und dieser entsprechenden Wanne, den Reaktor von außen kühlen. Das Reaktordruckgefäß ist aus Stahl, welcher ein relativ guter Wärmeleiter ist. So können Sie, wie gesagt, von innen und von außen kühlen. Haben Sie schon mal zwei Möglichkeiten und die dritte kommt dazu. Denn der Primärkreislauf ist ja thermisch, also wärmetechnisch, mit dem Sekundärkreislauf verbunden. Das heißt, Sie können auch noch zusätzlich über den Sekundärkreislauf, über Konvektion, die Wärme nach außen bringen. Das leistungsfähigste System ist sicherlich dieses, aber Sie haben noch eine Stufe 2 und eine Stufe 3, die Sie zuschalten können. Und wenn Sie hiermit die ersten 2 Minuten überleben, also technisch überleben, den Reaktorkern konsistent halten können, die dann geringere Abwärme können Sie auch mit weniger Aufwand abführen, nach vielleicht 3 Stunden oder 5 Stunden. Das wären die passiven Komponenten zur Kühlung des eigentlichen Reaktordruckgefäßes. Und jetzt kommen wir zu den aktiven Komponenten. Sie haben hier eine entsprechende Wanne, in dem Sie Wasser auf Vorrat aufbewahren können. Und das können Sie nach oben pumpen. Hier müssen Sie pumpen, damit Sie einfach vom Niveau nach oben kommen. Deswegen aktiv. Hier auch rot umrahmt bzw. rot beschriftet und orange dargestellt, die entsprechenden Leitungen. Auch hier hat man sich gesagt, machen wir das Ganze nochmal für den Sekundärkreislauf, sodass wir hier auch nochmal eine Art Backup haben, mit der wir aktiv kühlen können. Noch nicht genug. Man sagt sich, wenn hier das alles eben versagt oder irgendwie kaputt geht nach 2-3 Tagen, wir wollen immer noch kühlen können. Sie können natürlich auch, wenn Sie nicht allzu viel Wärmeleistung abführen müssen, das Gebäude insgesamt kühlen. Das heißt, Sie bringen Wärme aus dem Containment-Inneren über einen entsprechenden Konvektionskreislauf nach außen. Sie nehmen die Wärme hier auf, transportieren diese über eine Flüssigkeit nach außen, geben sie dann an die Umgebung ab. Gleiches ist auch nochmal gedoppelt durch ein aktives System, mit dem Sie Wasser über die gesamten Reaktoreinbauten sprühen können und damit über Verdunstung, Verdampfung den Wärmetransfer von diesem Bereich erhöhen können, also auch dieses passive System nochmal unterstützen können. Damit hätten wir die wesentlichen Unterschiede zwischen Generation 2 und Generation 3 jetzt sichtbar. Ich gehe nochmal zurück. Ich hoffe, das war jetzt halbwegs passend. Das ist das, was Sie immer drin haben, mit ein paar Pumpen, die zur Not kühlen können. Und das ist das, was der Unterschied zwischen Generation 2 und 3 dann ist.
Wir kommen nun zu genaueren Daten. Wie wahrscheinlich ist es eigentlich, dass Sie bei diesem Kernreaktor Ihren Reaktorkern zerstören? Core steht für den Reaktorkern, also das eigentliche Ensemble von Brennelementen. Damage Frequency ist halt die Häufigkeit eben dieser Kernschmelze, dieser entsprechenden Zerstörung des Reaktorkerns. Die wird üblicherweise angegeben in 10 hoch minus 6, also ein Millionstel ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie pro Reaktor pro Jahr eben einen solchen Vorfall haben. Umgerechnet auf was Anschauliches bedeutet das, dass Ihnen im Schnitt alle Millionen Jahre dieser Reaktor eben kaputt geht, was aber nicht heißt, dass Sie bei diesem Kaputtgehen radioaktive Stoffe freisetzen. Im Vergleich dazu die Generation 2-Systeme Größenordnung alle 20.000 Jahre, vielleicht alle 30.000 Jahre. Wir haben also einen Gewinn von etwa Faktor 30 für das Eintreten dieses größten anzunehmenden beherrschbaren Unfalls. Kommen wir nun zum nächsten Punkt, der unangenehmer ist. Das wäre ungefähr die Kategorie Fukushima. Large Release Frequency. Wie groß ist die Häufigkeit, dass Sie größere Mengen, nennenswerte Mengen an radioaktiven Stoffen freisetzen? Die wäre bei 10 hoch minus 7. Das heißt, die ist 10 mal geringer. Sie müssen damit also 10 mal so lange warten. Also alle 10 Millionen Jahre wird es bei diesem Reaktortyp dazu kommen, dass Sie dann größere Mengen von radioaktiven Stoffen freilegen. Klingt richtig gut. Man muss natürlich berücksichtigen, wenn wir sagen, wir werden viele dieser Reaktoren installieren, dann ist natürlich die Häufigkeit, dass sowas passiert, höher. Bei 1000 Reaktoren, gehen wir nochmal zurück, bei 1000 Reaktoren haben Sie alle 1000 Jahre eine Kernschmelze, die den Reaktor unbrauchbar macht, also ein wirtschaftlicher katastrophaler Schaden ist. Und Sie haben alle 10.000, wie gesagt, bei 1000 Reaktoren im Betrieb, haben Sie alle 10.000 Jahre eben diese Freisetzung, ähnlich wie Fukushima, wobei man dazu sagen muss, Fukushima war auch extern natürlich getriggert, der entsprechende Reaktorunfall oder die Reaktorkatastrophe. Und da müsste man auch im Vorfeld natürlich ein bisschen genauer schauen, dass man die Systeme so baut, dass sie nicht verwundbar sind durch halbwegs erwartbare Vorkommnisse. Nun, zwei Zahlen zu Zeiten. Sie haben etwa eine halbe Stunde Zeit, bis Sie als jemand, der dort verantwortlich als Schichtführer ist, eingreifen müssen. Sie können sich im Allgemeinen noch vorher abstimmen, nochmal nachdenken, bevor Sie was tun müssen. Einfach nochmal den Graphen, dieser Abfall der Leistung. Die verschiedenen Kühlsysteme geben Ihnen die Möglichkeit, dass Sie eine halbe Stunde haben, bevor Sie wirklich schalten und walten müssen, konkret entscheiden müssen. Und die 72 Stunden beziehen sich auf die Zeitdauer, wo Sie ohne externe Hilfe auskommen können im entsprechenden Katastrophenfall. Das waren jetzt insbesondere die Bemerkungen zu den neueren Entwicklungen oder neueren zugefügten Merkmalen dieses entsprechenden Kernreaktors, der ihn von dem Generation 2-Level auf das Generation 3-Level anhebt. Der HPR 1000, wie auch seine Verwandten, sind tatsächlich evolutionär weiterentwickelte Reaktorkonzepte, wo man basierend auf bestehender Grundtechnik weiterentwickelt hat, was man dann sozusagen als Ziel haben möchte, in dem Fall natürlich ganz wesentlich die Sicherheit, Reaktorsicherheit. Generation 3, Generation 3 Plus, 3 Plus ist eben noch eine etwas weitere Verbesserung, also noch etwas Evolution, um das System sicherer zu machen. Abzugrenzen davon sind revolutionäre Reaktorkonzepte. Das wären zum Beispiel Generation 4 Konzepte, bei denen Sie letztendlich diese Kernschmelze gar nicht mehr haben können. Entweder sind die Reaktoren so ausgelegt, dass sie gar nicht genug Energie produzieren können, dass da was schmilzt, was dann auch hochtemperaturfest ist. Also die Hochtemperaturreaktoren zum Beispiel mit Keramikeinbauten. Auf der anderen Seite gibt es auch Konzepte mit geschmolzenem Brennelementen letztendlich oder geschmolzenem
Kernbrennstoffen, wo sie dann natürlich eine Kernschmelze nicht mehr als Problem haben, weil das Zeug ja geschmolzen vorliegt. Wir schauen uns aber an, weil diese Generation 4 Konzepte im Prinzip nur in 3-4 Einheiten verwirklicht wurden, vielleicht in China Ende des Jahres das nächste System an den Start geht. Also Generation 4 wird hier nicht betrachtet. Wir schauen uns an, was sozusagen an Generation 3 in der Konkurrenz los ist. Und da gibt es 4 große Systeme oder große Pakete, wo man sagt, da tut sich was. Wir haben den EPR 1600, seit langem in der Diskussion, auch seit langem im Bau, eben in Frankreich und in England und insbesondere in Finnland. In Finnland seit sehr langer Zeit. In China sind 2 Einheiten fertiggestellt worden. Wir haben den entsprechenden APR 1400. Der ist in Südkorea mehrfach realisiert und in den Vereinigten Arabischen Emiraten wurde Mitte 2020 der erste Kernreaktor und das entsprechende Kernkraftwerk in Betrieb genommen. Also ein real existierendes System im Betrieb, EPR 1600 eben nur in China in Betrieb, aber nicht in der Europäischen Union, wo er herkommt. Dann gibt es den AP 1000 aus den USA. Tatsächlich auch 2 Systeme in China in Betrieb, in den USA nicht. Man kann sich da verschiedene Gedanken zu machen, aber das ist, glaube ich, dann eher Politik oder Sozialkunde oder was auch immer. Und dann gibt es in Russland eben den VVER. Das ist ein Wasser-Wasser-Energiereaktor, also auch ein Druckwasserreaktorsystem für energetische Zwecke, nicht zur Plutoniumherstellung in dem Fall. Und da gibt es diese TUI, das ist eine weiterentwickelte Variante, die eben diese Generation 2 oder 1 VVERs auf die Generation 3 hebt, über die evolutionären Entwicklungsschritte, die die Sicherheit verbessern. Das wäre es in Russland auch tatsächlich under construction, also auch noch nicht realisiert als Generation 3. Es gibt viele VVERs in Russland, aber eben von den älteren Sicherheitsleveln. Nun schauen wir uns einen Vergleich an der Bauzeiten des EPR 1600. Europäische Entwicklung liegt mir oder wahrscheinlich auch den meisten Zuschauern etwas näher, einfach geografisch. Hinkley Point wurde vor kurzem angefangen. In Frankreich, Flamanville, 2007 begonnen. Hier sehen Sie 2 Fragezeichen. Da ist noch relativ unklar, wann die Systeme fertig werden. In Olkiluoto, 2005 bis 2021 ist die kürzeste Variante. Es könnte sein, dass dieser entsprechende Reaktor, das Kraftwerk, dieses Jahr noch in den Regelbetrieb übernommen wird. Was man in jedem Fall inzwischen erreicht hat, ist, dass die Brennelemente beladen sind, das System also scharf ist. Und 2022 ist dann in jedem Fall mit einem Betrieb zu rechnen, wo man sagt, das System liefert Strom ins Netz, kommerziell, es ist fertiggestellt. Und dann schauen wir uns an, was die Chinesen mit dem HPR 1000, den ich vor einem Jahr noch gar nicht auf dem Schirm hatte, sozusagen denktechnisch, wissenstechnisch, entsprechend gemacht hat. Der ist in Betrieb, den gibt es wirklich, 1,5 Mal in China, 1-mal komplett kommerzieller Betrieb, 1/2-mal elektrische Einspeisung findet statt, aber ist noch nicht sozusagen auf dem vollen Level, noch nicht kommerziell, sondern es ist ein Testbetrieb. 1-mal in Pakistan, beides Anfang des Jahres in Betrieb genommen. In China sind 9 Einheiten im Bau. Und in Großbritannien hat man tatsächlich auch den Einsatz eines solchen HPR 1000 in der Planungsphase, in der frühen Planungsphase. Wir schauen uns an, was China eben gemacht hat, vorgelegt hat, wie schnell man einen solchen Kernreaktor mitsamt Kraftwerk letztendlich bauen kann. Ich blende das jetzt mal auf in diesen entsprechenden Gruppen. Erstens abschließende Genehmigung nach dem Motto, jetzt ist es sozusagen spruchreif, dass sie dürfen. Das sind dann sozusagen die nicht-nuklearen Schritte des Bauens und Testens. Der letzte Test war ein Hot-Test. Sie fahren das System auf die 320 Grad Betriebstemperatur oder was immer Sie haben hoch
und schauen, ob wärmetechnisch alles so funktioniert, wie Sie sich das vorgestellt haben. Ob entsprechende Schweißnähte dicht halten, ob die Wärmeausdehnung bestimmter Bauteile tatsächlich auch richtig berücksichtigt wurde bei der Konstruktion und, und. Dann wissen Sie, dass die Anlage tatsächlich die thermischen Belastungen aushält. Sie können eine Betriebslizenz erwerben. Dann kommt die Beladung mit nuklearem Brennstoff. Sie machen das System kritisch, fahren also die Kernspaltungskettenreaktion hoch und schauen, ob das wirklich alles so funktioniert. Probieren, Netzeinspeisung zu machen. Und am Ende können Sie sagen, okay, die ganzen Systeme und Untersysteme funktionieren, dann fahren Sie im kommerziellen Betrieb. Und wenn Sie die Zeitskala sich anschauen, 6 Jahre. Beim ersten HPR 1000, 9 weitere sind im Bau, die sind alle so um die 5 Jahre, auf 5 Jahre veranschlagt bezüglich der Bauzeit. Ich kann mir aber vorstellen, dass man dann die Systeme tatsächlich etwas schneller, sozusagen bauen kann, weil man ja dann entsprechend Erfahrung gesammelt hat. Abschließend die Darstellung einiger Schlüsseleigenschaften des HPR 1000. Die Designrechte liegen komplett bei China, das heißt, dieses System kann von China nach Lust und Laune produziert werden, schafft also Freiheiten aus der Sicht der chinesischen Wirtschaft, des chinesischen Staates für den Export. Und die EU hat das System in 2020 zertifiziert, sprich, es darf in der EU grundsätzlich gebaut werden. Großbritannien ist zwar nicht mehr in der EU, aber ich denke, diese EU-Zertifizierung, das geht ja nicht in einem Jahr, sondern vielleicht in 3 Jahren, ist tatsächlich auch von Großbritannien noch irgendwo mit begleitet worden. Dort möchte man ein solches System konkret bauen. Es ist eine Vorplanung, aber man ist sozusagen konkret daran interessiert. China baut etwa 10 Einheiten, hat 2 sehr bald in Betrieb, eine läuft ja schon, und kann damit auch Betriebserfahrung sammeln. Also nicht nur eine Einheit, die man über 5 Jahre oder 10 Jahre betrachtet, sondern man hat in 5 Jahren wahrscheinlich 8, 9, 10 dieser Reaktoren und der entsprechenden Kernkraftwerke in Betrieb und kann schauen, wie sich das Ganze verhält und damit dann auch für die Optimierung der Serienproduktion Erkenntnisse gewinnen, falls der Markt da ist. Die Sicherheit, wie man, denke ich mal, eindrucksvoll an den verschiedenen gestaffelten Kühlsystemen gesehen hat, dürfte eben einfach sehr hoch sein. Das ist, denke ich, augenscheinlich, weil man sehr viele passive Systeme hat, die ja für Generation 3 Systeme gefordert sind, aber auch noch aktive Systeme, die das entsprechend nochmal aufdoppeln. Er kann auch mit einer Plus-Variante, also noch höherer Sicherheit, bereitgestellt werden. Sie können es nicht komplett ausschließen, dass Ihnen ein solches System Schweinereien macht, aber die Gefahr ist massiv unterdrückt im Vergleich zu, also ein solcher Reaktor sollte etwa so viel Gefahr bedeuten wie 130 existierender Reaktoren. Das heißt, man kann es doch deutlich reduzieren. Und die Geschichte, dass man offensichtlich auf den Export hinarbeitet, sagt mir, dass der Bedarf an Kernkraftwerken tatsächlich steigen wird. Das sagen mir aber auch viele andere Indizien, denn Kohle ist tatsächlich teuer, in der EU besonders teuer durch den CO2-Zertifikatehandel. Deswegen ist Kohle nicht unbedingt, also allein aus wirtschaftlichen Gründen seit 2, 3 Jahren nicht mehr unbedingt das, was jemand langfristig machen möchte. Der CO2-Zertifikatehandel hat da, glaube ich, mehr ausgerichtet als das zum Beispiel deutsche Kohleausstiegsgesetz. Und Paris könnte damit tatsächlich, also das Klimaabkommen von Paris könnte damit tatsächlich eben über diese CO2-Schiene ein Förderer der Kernenergienutzung weltweit sein. In Deutschland denke ich natürlich eher nicht. Da haben wir uns weitgehend draus verabschiedet. Ich hatte immer noch gehofft, dass man vielleicht sagt, die alten Druckwasserreaktoren werden nachgerüstet und nochmal 5 bis 10 Jahre betrieben, bis man entweder Speicher hat für die erneuerbaren Energien als Puffer oder irgendwie andere Lösungen gefunden hat. Aber diese Hoffnung gebe ich zunehmend auf.
Man wird dann wohl doch eher noch Kohle verbrennen oder mehr Gas verbrennen oder eben entsprechende Eingriffe in die Stromverfügbarkeit machen für uns. Die EU läuft anscheinend noch halbwegs. Deutschland hat den Anschluss an die Kerntechnik generell aufgegeben. Und was ein Aspekt ist, wo ich das Gefühl habe, dass wir weltweit Kernenergie wieder aufbauen werden oder zumindest mal langsam aufbauen werden, wir haben Einflussmöglichkeiten verloren. Würden wir sehr gute Kernkraftwerke verkaufen können zu Marktpreisen, die entsprechend wirtschaftlich sind für die Käufer, dann könnten wir entscheiden, wie sicher das ist, was an unserer Grenze unter Umständen steht. Diese Einflussmöglichkeiten haben wir eben, wie gesagt, nicht mehr. Und wenn wir vielleicht gegen Polen oder die Niederlande klagen, weil die entsprechende Kernkraftwerke aufbauen, aber das in den entsprechenden Staaten und über die EU abgesegnet ist, dass das geht, haben wir, glaube ich, wenige Chancen, das zu vermeiden. Es ist überhaupt nichts gegen die Nachbarn. Ich meine, die entscheiden ja, es sind ja souveräne Staaten, wenn ich das alles richtig verstanden habe. Und es kann gut sein, dass wir demnächst auch die ersten Generation 4 Reaktoren in entsprechender Vorbereitung auf einen Fließbandproduktionsbetrieb sehen könnten. Das wäre dann der HTRPM, der, soweit ich das jetzt gesehen habe, aus dem, was an Informationen verfügbar ist, was Ähnliches ist wie der HTR 100, der in Deutschland vor etwa 30 Jahren entwickelt und propagiert wurde von dem entsprechenden Hersteller Hochtemperaturreaktorbau GmbH als eine recht gute Lösung, kleine Einheiten mit hoher Temperatur, zum Beispiel für Wasserstoffproduktion. Das war vor 30 Jahren angedacht, um eben auch entsprechend eine Mobilitätswende durchführen zu können. Wasserstoff als CO2-freies Energieträgermaterial eben benutzen zu können. Der HTR 100 ist in Deutschland in den Schubladen verschwunden oder hat diese fast gar nicht verlassen. Vielleicht kennen einige noch den THTR 300 in Hamm-Üntrop. Das war ein 300 Megawatt Thorium-Brutreaktor, der auch nach dem gleichen Prinzip funktionierte, nämlich nach dem Kugelhaufen-Prinzip. Und der Vorteil dieses Systems war, des HTR 100, dass sie Graphit-Keramik benutzt haben, die bis etwa 1700 Grad Celsius stabil ist. Nicht nur bis die 300 Grad, 350 Grad, was sie bei heutigen Brennelementen haben. Und damit konnten sie selbst bei 1200 Grad Reaktortemperatur mit hohem Sicherheitsabstand fahren. Denn wenn sie von 1200 auf 1500 Grad hochgehen, wird die Abstrahlung der Wärme sehr stark. Das geht mit der vierten Potenz bezogen auf den absoluten Nullpunkt. Und damit hätten sie hier ein System gehabt, was einfach die Wärme naturgesetzlich an die Umgebung ins Gebäude abgibt, wenn es in eine Situation kommt, in die es nicht kommen soll. Das wäre halt eben eine interessante Konzeption gewesen, wo sie tatsächlich eine Reaktorschmelze ausschließen können. Es gab allerdings auch hier Kritik von einigen Mitentwicklern. Sie haben Graphitkeramik, die bei einem Sauerstoffeinbruch in den Reaktorkern, der mit Helium durchspült wird, eben zu Bränden führen könnte. Was dann passiert, weiß man halt auch nie so genau. Also es kann sein, dass hier auch entsprechende Restrisiken auf anderen Seiten entstehen, die man vielleicht nie so diskutiert hat. Aber im Prinzip generell ein gutmütiges Konzept und deswegen auch Generation 4 tauglich. Und das ist genau das, was mit dem HTRPM, der auch auf 100 Megawatt elektrischer Leistung ausgelegt ist, von China demnächst wohl in Betrieb gehen wird. Soweit ich das verstanden habe, sind die Hot-Tests mit diesem System im Moment geplant für dieses Jahr, Anfang des Jahres, Mitte des Jahres muss man sagen. Und man kann sich vorstellen, dass man dann nach einem Jahr tatsächlich in den regulären Betrieb geht. Brennelemente herstellen, das sind Kugeln, keine Stäbe, kann man wohl auch inzwischen. Und das wäre dann nochmal so ein Ausblick mit einer gewissen Selbstkritik bezüglich Deutschland und vielleicht auch EU bezüglich neuer Technologien, da sehe ich nicht viel. Also EPR 1600, klar, macht man in der EU, aber große Aktionen im Sinne von Flüssigsalzreaktoren sehe ich nicht. Und das werden dann wohl andere für uns weltweit mitentscheiden.